Für mich ist das ein sehr bedeutsames Event. Ich war vergangenes Jahr auch in München dabei und Frau Mohn macht unheimlich viel für die Deutsche Schlaganfallhilfe, ist ja auch die Präsidentin. Und die Christina Duxer, die den Ladies Lunch organisiert, die ist auch sehr begeistert von der Initiative. Und insofern ist es für mich eine Selbstverständlichkeit, dabei zu sein, weil man einfach helfen kann. Gott sei Dank habe ich niemanden in meinem Umfeld, der an einer solchen Krankheit erkrankt ist, der betroffen ist. Aber es ist natürlich selbstverständlich, dass man irgendwie was tut, weil man weiß ja nun, das gibt es und das kann jeden betreffen. Also ich glaube, für die Damen, die da sind, wird absolut das Angenehme mit dem Nützlichen verbunden. Ich muss ja ein bisschen arbeiten, ich muss moderieren und insofern ist es für mich jetzt schon eher Arbeit, aber eine Arbeit, die ich sehr gern mache. Ja, ich bin für die Schlaganfallstiftung, die ich gegründet habe vor 20 Jahren. Und damals war Schlaganfall in unserer Gesellschaft ein Stiefkind. Und man hat auch nicht gewusst, dass Babys im Mutterleib schon einen Schlaganfall bekommen können und dass viele Jugendliche auch einen Schlaganfall haben. Und darum ist es so wichtig, dass unsere Bürger das erfahren. Wie kann man einen Schlaganfall erkennen? Oder noch besser, 70% kann man vermeiden, wenn wir frühzeitig damit beginnen. Ernährung, Bewegung und achten auf Bluthochdruck, Diabetes und auch Schlaganfall kann Vererbung sein. Man kann ja, erstmal wird gespendet und das zweite ist, diese Gäste sind alle Botschafterinnen hinterher für den Schlaganfall und damit ist es PR-mäßig sehr wichtig, so etwas zu veranstalten. Ich finde Düsseldorf sehr schön, von meiner Heimatstadt Gütersloh, wo ja der Hauptheadquarter von Bertelsmann ist, finde ich es wunderschön, hier in Düsseldorf zu sein. Ich mag die Stadt, ich mag die Mode in Düsseldorf, die Fröhlichkeit der Menschen und ich finde, es ist einfach schön, dass man hier Gemeinschaft auch heute hier leben kann mit dieser Veranstaltung. Hallo, mein Name ist Christina Duxer. Ich bin heute die Gastgeberin vom dritten Ladies Lunch zugunsten der Stiftung Deutsche Schlaganfallhilfe. Diesmal sind wir in Düsseldorf. Ich war letzte Woche in Bremen im Kompetenzzentrum kindlicher Schlaganfall in Friedehorst und ich habe selber mit meinen Augen gesehen, es ist unglaublich, dass kleine Kinder davon betroffen sind. Mir kam so ein kleines Mädchen entgegen mit dem Rollator, so ein Mini-Rollator und guckte mir mit ihren coolen Augen in die Augen und meinte, schau mal, ich kann schon laufen, meine Beinchen können sich bewegen. Ich glaube, ich habe 3 Nächte nicht schlafen können. Unglaublich, dass Kinder einen Schlaganfall bekommen können. Also wir hatten 2 Schlaganfälle in der Familie. Und wir wussten, also meine Familie und ich wussten nicht, wie wir reagieren sollen. Wir haben Rat gebraucht und sind dann zu der Stiftung Deutsche Schlaganfallhilfe gekommen. Und dann habe ich gedacht, ich werde jetzt die Stiftung Deutsche Schlaganfallhilfe unterstützen, wo ich auch kann, dass sie uns auch geholfen haben. Frau Kelurowich moderiert die Veranstaltung, Regine Sixt, Liz Mohn ist auch die Schirmherrin der Veranstaltung, sie ist zusammen mit ihrer Tochter Dr. Brigitte Mohn, wir haben Frau Ohofen, Katja Burkhardt und viele, viele mehr. Ja, ich finde es sehr unterstützenswert, was Liz Mohn für die Schlaganfallaufklärung schon getan hat in Deutschland. Ich glaube, es hängt viel auch mit ihr zusammen, dass wir inzwischen wissen, dass Schlaganfälle keine alte Leute-Krankheit sind, sondern dass Schlaganfälle auch schon Kinder treffen können. Ja, ich glaube, indem wir heute hier sind, ist es natürlich so, dass wir Aufmerksamkeit schaffen und das ist das A und O. Jeder, der das liest und wenn da nur ein bisschen was hängen bleibt und wenn jemand Alarmzeichen schnell erkennt und dann auch schnell handelt, das kann unter Umständen ja schon viel bedeuten für die Betroffenen und kann vor allen Dingen verhindern, dass bei einer solchen Krankheit bleibende Schäden zurückbleiben. Mein Name ist Claudia Obert, ich bin Schuhdesignerin und Inhaberin von Lean Selling. Ich bin eine große Bewunderin von Liz Mohn. Ich kann fast sagen, dass sie unternehmerisch und sozial in gewisser Weise mein Vorbild ist. Die Dame ist 70 Jahre alt und die ist quasi ein Workaholic. Ja? Also ich muss echt sagen, dass ich einen Hut vor ihr ziehe, was sie in ihrem Leben alles bewegt hat und dass ich also super glücklich bin, dass ich hier sein darf. Ich unterstütze diese Organisation, indem ich Bilder spende, indem ich
mich ein bisschen engagiere dafür. Und ich finde das sehr, sehr wichtig, vor allem, dass schon so viele Kinder so ein Leiden haben. Und das ist ganz, ganz schlimm. Ja, ich finde das unglaublich wichtig. Das ist ein Thema, das jeden von uns angeht. Das kann jeden von uns zu jeder Zeit treffen. Und Frau Mohn macht da eine ungemein wichtige Arbeit und auch eine enorme Aufklärung. Und ich meine einfach Stiftungen oder Organisationen, die so lebenswichtig sind für jeden Menschen, muss man unterstützen. Ja, ich denke, das ist auch sehr wichtig, dass sich Prominente einfach zeigen, okay, wir sind dabei, wir halten auch die Stange hoch, weil ich meine, ein Thema, das alle Menschen angeht, ist so wichtig zu unterstützen. Ja, 20 Jahre UNESCO-Gala Bildung für Kinder in Not ist natürlich eine riesen Herausforderung, 20-Jähriges. Und wir haben Riesennamen, Riesenstars. Die Ehrung werden dieses Jahr Herr Gorbatschow erhalten. Und da bin ich sehr, sehr stolz für sein Lebenswerk. Edwin Moses wird eine Ehrung erhalten. Edwin Moses war ja nun einer der größten Sportler. Und er hat mit der Laureus Award eine große Stiftung für junge Sportler. Dann wird Kathleen Turner, Vin Diesel, Jet Li, Jerry Hall, Oliver Martinez, Naomi Campbell und viele, viele mehr werden dabei sein. Und erfreulich ist eben, dass diese großen Stars einfach für die gute Sache eintreten und sagen, wir unterstützen die Arbeit der UNESCO. Es ist nichts wichtiger wie Bildung für unsere Kinder draußen in der dritten Welt. Und nur so können wir ihnen eine Zukunft bauen oder eine Zukunft schaffen, damit sie in ein menschenwürdiges Leben hereinwachsen.